Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay von Last Epoch. Ja, dem Let's Play, wo manchmal auch ein bisschen geschnitten wird. Also ein bisschen ich levele nebenbei oder Items suche oder irgendwas, ja, freischalte, was ihr jetzt nicht unbedingt wissen wollt, oder? Ja, man kennt es, die Kommentar, also die Story wird ein bisschen übersprungen, weil wir das schon viermal gemacht haben. Und jo, es ist halt einfach nicht ganz so eine gute Story in diesem Spiel, aber dennoch, ja, ich will es auf Deutsch dann auch zeigen wieder, wenn ich dann muss. Das Übersetzen war da in einem vorherigen Let's Play ja ziemlich heftig lang, also ja, es dauerte einfach, bis ich das alles übersetzt habe und so. Ist halt nicht so angenehm, wenn man nicht so gut gelernt ist in der Schule. Ich finde es schade, dass man halt einfach sehr lange braucht für Sprachen, oder? Zum Lernen. Ist halt auch immer wieder auffrischen muss. Und da ich echt in der Schule fast nicht Englisch hatte, wir waren in der Schweiz so schlimm, wir wollten immer Französisch haben. Also die Lehrer wollten immer Französisch unterrichten und Englisch nicht passt nicht. Es war nicht so wichtig für die. Aber für uns war es immer sehr wichtig, vor allem für mich als Informatiker. Konnte einfach nie lernen. Hey, ich wollte nicht diesen Plöm-Plöm, also das, was ich schon lange immer wusste, lernen. Ich wollte schwere Wörter und Sätze lernen. Sätze haben wir nie gelernt. Und das alles mit Gaming und mit Freunden aufzufischen, ist halt sehr schwer. Ich will halt auch keine Programme nutzen, also Lernprogramme. Deutsch, Englisch. Es ist. Ja, eben auch wieder das Gleiche, es wird immer wieder alles wiederholt, was man schon weiß. Und für mich ist Englisch halt auch eher, es muss nicht so sein, es ist aber die Weltsprache. Ich fände es besser, wenn Deutsch die Weltsprache werden würde. Deutsch ist halt schwerer für die meisten anderen, aber es ist eine bessere Sprache. Oder Schweizerdeutsch, wieso? Wieso geht jetzt nicht die Schweiz, weil sie so reich sind, einfach so um die Welt und verteilt auch Schweizerdeutsch? Oder ja, will es halt einfach ein bisschen regeln, wie es den Menschen auf der Erde gibt, oder? Dass sie es so gut können. Wieso tut die Schweiz nicht mehr Gutes machen? Vielleicht, weil sie einfach zu wenig sind, oder? Also ich würde gerne, wenn ich ein bisschen Einfluss hätte, dürft ihr mir gerne auch ein bisschen geben. Jo, würde ich gerne so ein bisschen einfach das Leben für die Menschen einfacher machen und fairer, oder? Ich weiß nicht wieso, aber die Welt ist sowas von unfair geworden in den letzten 20 Jahren. Es hat sich so viel verändert ins Schlechte. Ich will das wieder ein bisschen retouieren, ich will, dass es den Menschen wieder besser geht. Ich dachte so in den 90er Jahren, dass die Welt recht okay ist, aber irgendwie doch nicht. Ich konzentriere mich halt auch so ein bisschen auf die Menschen und Tiere und die Umwelt. Es ist halt einfach, man sieht, je mehr man weiß, man sieht, es ist immer schlechter, es wird immer schlechter, weil man mehr weiß. Man weiß mehr, dass es der Welt schlecht geht. Und wie kann man das verbessern? Indem man halt einfach auch ja, weniger zockt und dafür hilft. Das ist natürlich nur ein Scherz. Zocken ist halt auch ein Hobby, das dürft ihr nebenbei auch. Versucht einfach mal ein bisschen die Welt zu verbessern. Redet mit den Menschen. Macht irgendwie eine Organisation mit, die fair sind, oder die nicht alles Geld einfach für das Klo putzen oder so ausgeben, natürlich. So eine Spendenorganisation. Wie viel Geld bekommen überhaupt die Leute, wofür sie arbeiten? Also denn. Also gut, für die Leute, die es brauchen oder für was gespendet wird überhaupt. Zum Beispiel Kleider. Ihr tut es in die Restmüll. Nein. Ihr tut es in die Kleidertonne. Bitte nicht immer alles wegwerfen. Ist nicht so gut. Die Sachen werden gar nicht dort gebraucht, was hingeliefert wird. Die werden einfach irgendwie verbrannt. Oder? Besser wäre natürlich, wenn ihr das einfach selber dorthin bringt, wo es gebraucht wird. Aber das macht ja auch kaum jemand. Es ist halt einfach, der Mensch muss halt mehr arbeiten, dass es besser geht. Das muss der Mensch. Aber der Mensch wird faul. Er wird zu modern, er steigt runter. Er macht nicht mehr viel. Das sehe ich so eigentlich meistens.
Menschen, die echt nur das machen, was sie überhaupt machen müssen. Die fühlen sich alt oder die fühlen sich einfach müde. Ich sehe müde Menschen, die nicht vom Gesundheitszustand müde ist, weil sie nicht geschlafen haben oder so, sondern weil sie einfach keine Lust haben. Sie haben zu wenig Lust. Und ja, ich bin ein Mensch, der so viel Lust hat und so viel bewirken kann und meinen Freunden wirklich gut tut. Aber wer kann das? Ja, ich habe auch meine Probleme, aber ich tue meine Probleme nicht in den Vordergrund stellen, sondern eigentlich in den Hintergrund, so dass es noch angenehm ist für mich. Ich muss mir nicht immer perfekt gehen. Ich habe auch jeden Morgen Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, alles mögliche. Ich könnte auch die ganze Zeit herumheulen. Oh, 7 Vitalität ist eigentlich ziemlich gut. Aber es ist halt schon ziemlich nervig, wenn du immer wieder Freunde hast, die herumnörden. Oder einfach auch herumsuchteln. Ich finde Sucht, Gaming-Sucht und so, schon manchmal echt nervig. Dann auch, also zum Beispiel in Shenmue-Suchtregeln. Kennt ihr wahrscheinlich, weil es auch auf meinem Kanal auch immer wieder ein bisschen gibt. Wir haben Livestreams davon gibt. Kennt ihr vielleicht ein bisschen? Dort wird halt einfach überall herumgenervt, wenn einer irgendwie etwas sagt. Zum Beispiel das Spiel gerade ein bisschen hinterfragt. Oder wieso der Entwickler da nicht viel macht. Sofort wird zurückgefunkt. Und das ist in letzter Zeit so oft gewesen. Ich habe mich zu Tode gelacht. Nicht, weil ich irgendwie mich beleidigt fühle oder so. Nicht gelacht. Ich habe gelacht, weil die mich bisschen beleidigt haben, ein bisschen runtergemacht haben. Jo, mit Emojis, mit diesen Discord-Reactions und so. Oder auch einfach gesagt haben, hey, was bist denn du, eingebildet oder sonst irgendwas. Was ist eine Einbildung? Eine Einbildung ist auch eine Ausbildung. Also es ist auch irgendwie, ja, sie verstehen nicht, oder wo die Probleme liegen. Sie sind einfach Fans. Sie wollen nicht, dass man ja zum Beispiel dem Spiel auch irgendwas besser machen will. Das Spiel verbessert sich auch wegen den Fans nicht. Die Fans wollen nichts verbessern, die wollen nur zocken. Die wollen nicht, dass das Spiel besser wird. Also einfach in diesem Spiel, oder? Das ist ein MMORPG. Es muss perfekt ausbalanciert sein. Es muss umfangreich sein. Das ist beides Regnum nicht. Das Spiel ist auch zu alt, die Entwickler machen nichts mehr. Die machen Handyspiele, wo ja, weißt du, so Cookie-Clicker und alles mögliche. So Games, wo man überhaupt nicht spielen möchte, weil sie aber auch nichts bringen zu spielen. Also, ich weiß nicht, wieso Entwickler lieber Spiele entwickeln, wo man nichts machen muss. Außer vielleicht klicken. Oder dieses eine da, wo man mit dem Schwert die Früchte-Ding macht, irgendwie, was eigentlich. Jo, das ist auch so ein Game, da muss man nicht viel machen. Also man muss vielleicht ein bisschen treffen können, aber mehr nicht. Da ist Last Epoch viel spannender. Man kann Items finden, man kann sich verbessern. Last Epoch ist ein mega spannendes Spiel. Genießt es. Genießt dieses Spiel. Ich denke, es gibt halt kaum gute Konkurrenz. Zum Beispiel Grinding Gear Games macht Pass of Exile nicht gerade gut. Auch Pass of Exile 2 wird nicht so gut sein. Diablo 4 ist sowieso völlig der komplett falsche Publisher. Da wird nicht viel passieren. Es wird schon umfangreicher oder so, aber es wird nicht besser, es wird nicht angenehmer für euch, es wird euch vielleicht ein bisschen mehr nerven als Last Epoch. Last Epoch ist sozusagen mein perfektes Spiel für das Genre. Ich brauche fast nicht mehr. Ich brauche nur mehr Umfang. Das machen die hier halt nicht. Warpuff Aria brauche ich nicht. Aber ich nehme einfach mal das Idol mit. Solange ich wirklich genug Geld habe zum Ausgeben von, also Items lagern, lage ich sie einfach und ja, ich tue ja sowieso nicht sortieren. Ich bin ein bisschen sortierfaul. Aber falls ich es brauche, dann habe ich es, oder? Und mach das. Also sortieren sollte ich schon ein bisschen machen. Aber vor allem einfach Items lagern. Macht es. In diesem Spiel habt ihr so viel Platz zum Lagern. Macht es. Also ihr könnt so schnell mit so wenig Geld auch dieses Slots freischalten.
später, wie ich jetzt vor dem Multiplayer, also im Singleplayer, da irgendwie so 600.000 Goldmünzen Lol. Es exportiert, obwohl wir ihn auf Null gesetzt haben. Okay. Ja. Ich finde diese Schleime so doof. Ich mag irgendwie die Schleime nicht, wegen diesem Boden danach. Gut, der ist nicht explodiert. Jo, ich rede ein bisschen momentan ein bisschen wenig über Last Epoch. Also einfach was gerade passiert oder so. Ich muss mich wieder ein bisschen konzentrieren, weil die Schleime, ich kann jetzt nicht so viel sagen, die Schleime sind einfach ein bisschen mehr anstrengend zum Besiegen. Sie dauern ein bisschen lang, also sie haben ein bisschen mehr Leben. Und das Gift stört mich ein bisschen mit meinen Augen dran. Diese Punkte, also diese Schadenszahlen stören mich ein bisschen. Aber das ist ganz wenig, also macht eigentlich keinen Unterschied. Dafür mag ich Marten. Marten sind immer tolle Spiele. Zum Beispiel damals 2002 in Dungeon Siege hat es immer wieder viele Marten gegeben. Ich mag irgendwie Marten-Gegner. Im Real Life mag ich sie nicht, die stinken und sehen eklig aus und so. Aber in einem Spiel sehen sie gar nie so eklig aus. Sie glänzen ja auch irgendwie gar nicht so. Sie sind irgendwie ein toller Gegner zum kaputt machen. Im Real Life würde ich die nicht kaputt machen. Also Marten sind ja eigentlich Insektenlarven, ja, so Insekten-Jungtiere. Irgendwie habe ich gerne Insekten, ich weiß es nicht. Andere Menschen so, eine Spinne, oh, eine Biene. Nein, eine Hornisse. Aber ich finde irgendwie Insekten faszinierend. Also wenn ich irgendwie so einen Schmetterling sehe und so, denke ich immer, oh, was ist das für ein Schmetterling? Ah, das. Oder einen Schlag danach, wenn ich nicht weiß, welchen Schmetterling. Es gibt, glaube ich, in Europa, also so Deutschland und Schweiz, gibt es, glaube ich, 2000 verschiedene Arten Schmetterlinge. Da kann ich natürlich nicht alle wissen, aber ich habe schon sehr gut viel Wissen über Schmetterlinge. Aber Schmetterlinge sind für mich nicht gerade interessant. Also von der Vielfalt und von der Schöne, der denkt schon, aber das ist nicht gerade mein, das ist ja eher so eine Weibersache oder so eine Forschersache. Was für mich. Aber Spinnen, oh. Wir haben manchmal die größten Spinnen hier in der Schweiz. Spinnen, ey, ich fühle mich immer so angezogen von Spinnen. Ich habe natürlich keine Phobie. Eine Arachnophobie, aber. Ja. Ich finde in den Spinnen, die Spinne hat auch immer tolle Gegner. Vor allem in Minecraft. In Minecraft kannst du Spinnen nicht so gut treffen, aber das ist genau das, was ich irgendwie so brauche. Ich muss jetzt nicht unbedingt immer den Schaden vermeiden müssen oder so, weil sie mich angreifen können, weil ich sie nicht angreifen kann, weil ich sie nicht treffe. Aber Spinnen sind für mich in jedem Spiel eigentlich cool. Nur die Sounds könnten mal ein bisschen höher sein. Ey. Kann eigentlich immer sein, dass sie so... Das ist... Ja, der Sound in den Spielen ist manchmal viel zu nervig. Zum Beispiel. Ich war jetzt wirklich fast jedes Spiel. Irgendwie ist es immer ein gleicher mit viel zu tiefer Sound. Jeder nutzt nur die Spinnensounds, die er irgendwo dann holen kann. Aus dem Internet. Und die sind meistens halt wirklich schlecht von der Qualität. Ja. Und sie ähneln einfach sich immer sehr. Und Drachen besiege ich ja nicht gerne. Wisst ihr wahrscheinlich wieso? Dann wegen dem Namen. Nein, einfach weil ich Drachen liebe. Ich will sie nicht töten. Ich will mit ihnen reden, mit ihnen in den Ausgang gehen. Nein, Scherz. Ich will einfach die Drachen nett haben. Wieso hat der Mensch so Angst vor Drachen und macht sie immer böse? Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel und eine Story oder so schreiben würde, könnte ich, aber einfach zu wenig Lust und Zeit dafür, dann würde ich Drachen wirklich nett machen, egal wie böse sie sind. Also. Gut, man kann sie auch als Gegner machen, das ist kein Problem. Aber nicht alle Drachen immer nur böse. Versteht ihr? Drachen könnten auch gut sein, gutmütig. Oder halt einfach neutral. Aber müssen sie jeden Menschen angreifen? Nein. Oder Alien oder Tiere? Nein, sie müssen es nicht. Und vor allem Drachen
Ja, man kennt's. Feuer, oder? Aber sie haben zu wenig Impact. Ich will Drachen haben, die hat Explosionsfeuerbälle oder. Ja, nicht mal Feuerbälle, sondern auch vielleicht irgendwie so ein bisschen. Ja, das junge Feuer oder so. Das Feuer. Also ein Feuerhauch sollte nicht so clean extremst brennen oder sonst irgendwas. Es soll vielleicht so ein bisschen, ja, Spucke und Popel und so drin haben. einfach nicht gerade so viel Feuer, oder? Vielleicht auch Steine oder so drin haben. Ich weiß nicht, wo die hier Steine oder das Feuer überhaupt herkommt bei einem Drachen. Natürlich aus einem Feuerorgan. Es gibt ja auch Tiere, die, glaube ich, ein bisschen Feuer produzieren können. Aber wo und wie, ja, kann ich jetzt gar nicht denken. Ist ja egal. Oder Glühwürmchen können ja leuchten. Aber. Jo, Drachen müssen für mich ein bisschen imposanter sein. Ein bisschen schöner designt meistens. Ich mag so dicke Drachen oder muskulöse Drachen nicht so. Sie müssen irgendwie so ein bisschen elegant, schnell und. Sie müssen einfach OP sein. Also von der. Anzähligkeit OP. Sie müssen nicht unbedingt übertrieben stark sein. Sie müssen majestätisch oder imposant sein. Sie müssen wuchtig rüberkommen. Dann sind Drachen wirklich toll. So, dann schauen wir mal kurz hier. Was ist das für ein Skript? Gehen wir mal. Das ist das alte Bild. Also hier eben rüber. Gibt eine Charge Attack. Also Boots machen wir zuerst einmal. 60% schon, okay, cool. Und hier haben wir dann fertig. Hier müssen wir einen Punkt rein tun, das gehen kann. Sehr wichtig. Okay. Ja, dann haben wir noch genügend Zeit für den Boss. Und ich muss echt mal die Augen checken lassen. Ja, das geht wahrscheinlich jetzt noch kurz einige Zeit, aber es ist einfach meine Krankheit, oder? Wenn ihr zu viel Stress habt oder die Nerven zu viel einfach, ja, aushalten müssen oder so, die Nerven einfach steigen. Und Schmerzen, dann komme ich auf weniger gute Sinne. Und wenn es mir zu gut geht, habe ich zu gute Sinne. Ich kann bei beiden Sachen nicht gut lesen. Entweder es tut mir sehr brennen, wenn ich etwas lese, weil ich eben zu gut die Schrift sehe, oder wie jetzt zu schlecht. Und auf die Schrift nicht lesen kann, weil ich so ein bisschen zu sehr wackle und die Augen zu unruhig sind. Aber ich habe das letzte Mal meine Augen getestet und ich habe keine Sehschwäche, nix. Weil ich einfach nichts Unscharfes sehe. Ich sehe es nicht unscharf, ich sehe auch die Schrift nicht direkt gut. Also ich sehe die Schrift nicht unscharf, sondern wackelig. Und das ist halt bei beiden, wenn es meinen Augen gut geht, also wenn sie gut sehen, wenn sie nicht so gut sehen, ist es beides. Es krampft herum. Ich habe halt immer diese Krämpfe. Oder? Ich bin ein bisschen unruhig meistens. Oder ein bisschen, ja, wenig Blutdruck und so. Auch ein bisschen nicht so mich bewegen will, weil es einfach nicht so gut tut, mehr schwindelig ist und so. Ja. Guter Bosskampf gewesen, aber genau dieser Bosskampf, weil es auch zwei Gegner sind, die doch auch ein bisschen zäher sind, als wenn sie zuerst mal auftreten. Es sind eben so Review passierend. Sie kommen wieder. Da muss es Spannendes sein, liebe Entwickler. Es muss einfach. Dieser Bosskampf muss wieder besser sein. Es sind zwei Bosse, soll doppelt so gut sein wie mit einem Boss. Sind sie aber nicht. In den meisten Games, wenn es zwei sind, dann sind sie meistens kacke. Das müssen Entwickler auch wirklich können. Machen sie es halt einfach nicht, weil es viel Arbeit ist, oder? Ich denke, die Entwickler müssen wieder mehr Bock haben, auch schwere Aufgaben zu machen. Sie sind immerhin Entwickler, sie machen etwas den Spielen so gut. Und können sie auch mal ein bisschen mehr entwickeln für etwas, was dem Spieler gut tut. Machen sie aber nicht. Ich denke immer so,
Gothic mit, also per Rhinobites konnte das mega gut. Die konnten den Spieler irgendwie immer motivieren auf eine Art und Weise. Sie haben so tolle Dialoge geschrieben, sie haben so viel Mühe bei dem Design der Welten und so gemacht. Ich fand zum Beispiel Gothic 3 von der Welt manchmal echt mega geil. Aber dann kommt man halt einfach so, ja, 15 Jahre später, Last Epoch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal haben die Leute echt nicht Lust, diese Welt zu machen, auch fertig zu machen. Es gibt immer wieder irgendwie Probleme, wo man festhängt oder wo man zu wenig Details gibt. Aber sie machen die Grafik schöner. Was machen sie? Darauf haben sie Lust. Aber irgendwie mehr Details einzufügen und ein paar Bugs zu fixen in der Welt, im Worldbuilding, nein, machen sie nicht. Die Entwickler von Last Epoch müssen bitte mehr Lust haben auf Sachen, die sie vielleicht nicht so unbedingt machen müssten, aber auch wichtig sind. Zum Beispiel Laggen oder Lagoon. Lagoon. Das ist ein Bosskampf, das ist vom Akt 8 Endboss, also Boss vom Akt 8. Eine neue Version in den Monolithen und der ist mega verbuggt. Wann machen sie es endlich mal? Jo, schreibt mir mal in die Kommentare, wie das richtig ausgesprochen wird im Englisch. Da habe ich irgendwie noch nicht so den Plan, weil ich auch nicht höre. Höre hat auch nicht so viele englische Spieler oder zu. Also den Videos oder so. Ich bin eher so der Minecraft-Englisch. Englische YouTube-Schauer. Sonst schaue ich wirklich von keinem Game englische Zuschauer. Einfach weil ich auch Englisch nicht so mag. Aber. Ja. Lagoon oder Lagoon. Ich denke, es heißt Lagoon oder Laggen. Nein, Laggen. Ich lecke. Also Laggen. Wahrscheinlich jetzt. Und ja, diese Aussprache, es ist einfach im Englischen zu schwer, richtig Englisch auszusprechen. Für Gelernte nicht, oder? Es gibt ja auch viele, viele Leute, die ein bisschen angeben. Oh, ich kann perfekt Englisch, oh, geil. Für mich ist Englisch gar nicht wichtig. Ich möchte gerne mit englischen Leuten zusammen irgendwie arbeiten oder so, aber ich glaube, die können mehr besser Englisch lernen als ich selber. Ich kann ja gut lernen. Ich will es einfach auch ein bisschen toll haben. Ich will verbessert werden, oder wenn ich etwas Falsches aussage, aber sie nicht, oder sie nicht verstehen, dann dürfen sie gerne mir natürlich das auch richtig sagen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, Engländer sagen immer, hä? Das machen irgendwie Deutsche nicht so viel, oder? Ich weiß es nicht. Hä? Engländer sind immer so, hä? Nein? What the fuck? What do you say? Es ist so ein bisschen, sie helfen nicht. Sie helfen nicht gerne, wenn man halt einfach ein... Oder sie verstehen nicht so, dass man Ausländer ist und also nicht Englisch als Muttersprache hat und so weiter. Es ist für ihnen selbstverständlich, dass man Englisch kann. Es ist ja auch die Weltsprache. Das ist ein bisschen komisch. Aber dafür sind Engländer auch sehr nett manchmal und ja, sie sagen fast nie thank you. Sie sagen fast nie bitte. Ich glaube, sie sagen nie bitte, oder? Ich weiß es nicht. Ich verstehe Englisch, also ich verstehe vor allem Amerikaner nicht so. Wieso sind sie die einzigen, die den Monat vor dem Tag haben? Ey, ich bin so verwirrt manchmal. Hä? Der Monat 25 gibt's gar nicht. Ja klar, wenn die das am Anfang einfach den Monat am Anfang haben, oder? Ist ja klar, dass ich da 25. Also, ja. Der 5. 25. Vom Jahr 2023 verwirrt bin. Klar, das ist eben mein Geburtstag, falls ihr das noch nicht wusstet. Da könnt ihr wahrscheinlich auch nicht. Und ich war einfach verwirrt. Ich habe so viele Posts bekommen von Amerikanern, die mich beglückwünscht haben oder einfach auf ein Angebot oder so eine Begünstigung und so gegeben haben, aber ich hab nicht gewusst, dass das mein Geburtstag ist, wenn das geschrieben wird. Oder auch diffus, oder?
Die sie keinen Zentimeter, keinen Meter haben, nur Fuß und so. Das ist ein bisschen komisch. Also so. Ich mag irgendwie die Amerikaner nicht, weil sie immer im Vordergrund stehen. Ja, wiederum habe ich es gerne, wenn einfach jemand schreibt, der nicht die deutsche Formulierung, also die allgemeine Formulierung haben vom Westen, also Hebräisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch schreiben. Das finde ich so toll. Aber ich kann damit nichts abgewinnen. Ich kenne ein paar japanische Zeichen, weil Japan wegen der Ninjas so mein favorisiertes Land ist, um Ninja zu werden oder so. Aber es ist ein bisschen zu viel Manga-Zeugs. Also wenn man Ninja sagt, dann meinen die meisten wahrscheinlich dann Manga und Anime. Und die sind dort halt einfach komplett anders. Ihr müsst bedenken, dass Ninjas jetzt nicht unbedingt die Mega-Mörder waren oder diejenigen, die mega perfekt kämpfen konnten. Die sind meistens einfach im Schatten geblieben und haben irgendwie einen Kaiser oder so ermordet. Oder ermorden versuchen. Die haben gar nicht viel am Kämpfen, außer wenn sie angegriffen wurden. Aber so zum Beispiel in Naruto werden die ganze Zeit angegriffen und boah. Das habe ich dann wieder weniger gerne. Ich mag es mehr realistisch. Auch in diesem Spiel. Es ist, sagen viele, es ist zu wenig Fantasy, aber ich finde, es ist fast zu wenig realistisch. Das sind auch wieder zwei Einsichten, die jeder auch ein bisschen anders hat. Okay, wir können noch in die Stadt sein. Also vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich denke, ich bleibe in der Stadt und mache, wenn der Part ein bisschen länger war, ist den ein bisschen kürzer. Und schreibt mir eben in den Kommentaren, über was ich berichten soll. Wir gehen langsam die Themen aus und Last Epoch ist einfach ein bisschen zu wenig zum Reden. Jo. Also ihr seht, ich mache die Story und ich muss nicht viel erzählen, weil es einfach ein bisschen zu langsam ist. Ich kann während der Zwischensequenz wirbeln und muss nicht mal die rechte Maustaste drücken. Lol. Ja. Yay, buggy game. Nein, es ist wahrscheinlich gar kein Bug. Und die Entwickler wollten das wirklich machen. Es wird einfach gespeichert, dass ich wirbel. Okay, jetzt ist gerade mein Lüfter ein bisschen losgegangen, der macht mir immer los, wenn die Wasserkühlung zu wenig kühlt. Weil das Spiel ein bisschen zu viel braucht für diese Zwischensequenz. Es sind zu viel Grafikpower. Und ja, eben diese Ladezonen sind natürlich jedem ein bisschen nerviger als zum Beispiel mir. Ich rede dann immer gerne, wenn ich irgendwie Ladezonen habe. Irgendwas. Zum Beispiel Blödsinn über den Wirbelwind. Ja, dieser Warpath, Kriegspfad. Ich weiß nicht, auf Deutsch würde das wirklich schlecht. Die sollen das umbenennen in Zyklon oder in Wirbelwind. Diablo 2 hat das ja eigentlich erfunden, der Wirbelwind. Das kam in einem anderen Games noch nicht. Und früher? Und ja. Wo war es dann am zweiten Mal? Der Titan Quest, oder? Gibt es in Titan Quest einen Wirbelwind? Habe ich nie genutzt. Ich denke nicht. Etwas Ähnliches, aber nicht ganz so ein Wirbelwind. Irgendwie. Titan Quest wäre auch wieder ein Spiel, was ich gerne mit euch spielen will, aber es bringt halt einfach nicht genügend Zuschauer. Interessante Leute auch. Ich brauche euch einfach so ein bisschen als interessanter Mensch, oder? Zeigt euch einfach, dass ihr ein bisschen interessiert seid oder weniger interessiert seid. Schreibt wieso. Und jo, ich will einfach so ein bisschen mehr über euch wissen im Zusammenhang, ob es euch überhaupt gefällt oder ihr einfach auch toll das Spiel findet und so weiter. Schreibt es einfach mal ein bisschen mehr. Andere Livestreamer und Let's Player haben viel mehr Kommentare und ich irgendwie weniger, keine Ahnung. Schon genügend, aber meistens einfach Kommentare, nichts über das Spiel oder das Let's Play auch sagen. Zum Beispiel, hallo, grüß dich und wann machst du das? Oder wieso kommt keine deutsche Übersetzung in Last Epoch? So Sachen. Aber relativ wenig momentan. Ja, weil YouTube halt auch langsam kaputt geht. Was, wie findet ihr das, dass YouTuber da auch Probleme machen? Hübi hat irgendwie etwas gesagt, dass bald Let's Plays kostenpflichtig wird. Und wie wird das denn sein? Oder vor allem wer, wenn es einfach noch großen Stars dann alles kostenpflichtig machen? Oder macht das YouTube dann automatisch? Hä?
Also ich finde kostenpflichtig, ich bezahle ja so wenig Sachen, ich würde dann einfach gar nichts mehr schauen. Die werden selber das wieder zurückrouten, über mich. Also von mir aus, von über mich, oder? Aber es sind halt Tausende oder Millionen von Leuten, die das dann trotzdem machen, dann kommt es doch durch. Irgendwie ganz komisch. So, was muss ich jetzt noch scannen? Vorne. Okay, das nächste Mal wieder in den Guide ein bisschen studieren, was ich noch scannen muss. Also hier haben wir noch diesen Note nicht genutzt, den müssen wir noch. Okay, ich schau mal kurz rein. Machen wir doch noch Kuwaits. Das ist Paladin. Nein, den Note nicht. Nur hier. Also hier habe ich Strange und Health. Okay, das wäre das nächste, was ich skinnen soll. Und das Damage Taken, das muss ich einfach davor noch skinnen. Ich glaube, ich mache die nächsten Punkte hier rein. Oder einfach einen Flamm hier rein. Genau. Gut, also der Part ist jetzt schon 31 Minuten lang. Okay. Gut, ich mache immer längere Parts. Dank euch, oder? Dass ihr so gerne zuschaut und so. Ihr müsst eben nicht lange zuschauen in den Videos, aber es wäre natürlich toll, wenn ihr ein bisschen mehr schaut. Dann seht ihr auch mehr tolle Sachen von mir. Nein. Ja. Keine schöne Locke, gell? Also ihr müsst da nicht meine Befehle befolgen. Ich tue ja so wenig wie möglich Befehlen. Einfach gar nicht. Aber ram netzer und toller und angenehmer für euch. Gut, dann tschüss, bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler.